Hallo, es geht weiter. Hallo. Bei Resident Evil 7 und ich hätte beinahe das Spiel noch gestartet. So. Hallo, Mi. Oh! What the fuck? Das ist hier tot! Ja! Nein! Achso, Scheiße, das muss ich machen. Ja, kämpfen! Ja, oh! Nein, du sollst dich schlagen, nicht sie dich! Nochmal! Ja, nein! Es tut mir leid! Schatz! Nein! Tut mir leid! Alter, sie kann. Du hättest nicht kommen sollen, Ethan! Das tut mir leid! Nein, ich will nicht sterben! Ach du Scheiße! Alter, du Scheiße! Schatz! Konfliktgespräch! Alter! Dass man in 3 Jahren so einen Hass auf den Mann haben kann, das ist mir nicht bewusst. Ja. Warte. Ja, klar. Okay, das passt jetzt zwar nicht ganz, aber... First kill. First blood. Jetzt musst du auf jeden Fall tot sein. Ich meine, Redi, dass du das nicht Axel in den Hals gerannt. Apropos. Kannst du sie mitnehmen? Um auf den Mann hinzugehen. Ich dachte mir gerade, sie wäre schon tot. Okay, durch die Wand. So ist sie gegen die Wand schlagen, kann man sie eigentlich nicht mehr bei sterben. So, ne? Ich glaube, wir sollten. Sollen wir es verarzten? Oder sollen wir ein bisschen warten? Ich weiß nicht, wie weit das ist. Wir warten. Vielleicht geht das Blut von alleine weg. Wenn das Blut nicht von alleine weggeht, dann. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Okay. Das habt ihr gerade, das habt ihr auf jeden Fall nicht mitbekommen, aber gerade. Okay. War da gerade. War da kurz Licht oder sowas? Ja, da war irgendwas. Du wolltest gerade was sagen. Ja, gleich. Blut. Und sie ist weg, scheiße. In die Axt. Mia? Wolltest du noch was sagen? Moment. Ah, mit Leertaste block ich jetzt. Ja, guck mal. Okay. Ich bin weg. Das ist veraltet. Das ist echt eine gute Medizin, Alter. Wo kann ich die kaufen? was wollte ich sagen? Das habt ihr gerade eben nicht gesehen. Ich habe irgendwie bei Steam so ein Item bekommen. Das hieß Zoe Baker. Wer war das nochmal? Vielleicht ist. Sie hat gerade gesagt, sie heißt Zoe, ne? Hatten wir diesen Erfolg nicht nach dem Intro gehabt? Nee, kein Erfolg. Das war ein Item, das ich bekommen habe. Es hieß Zoe Baker. Vielleicht die Tochter oder so. Vielleicht. Okay, gehen wir nochmal. Ich. Siehst du erst noch was Meister, ne? Ich brauche Medizin. Kannst du vergessen. Okay, ich nehme gleich. Ich speichere kurz und dann nehme ich Medizin. Bevor ich jetzt weitergehe. Lauf! Was hast du vor? Scheiße, ich hab Angst. Es passiert. Ich gehe erstmal hier gucken. Nee, hier einmal. Ich guck erstmal, hier ist bestimmt gar nichts. Ne? Oder können wir das schon geheim machen? Ich weiß ja, ob wir zu Hause sind. Okay, da hatten wir ja alles durch, ne? Ja. Ah, das bringt ja nichts, kommt wieder in den Keller. ich will nicht weiter. Weißt du. Die hat noch nichts gesagt hier. Also hier passiert gar nichts. Hier ist nichts Gruseliges passiert. Es muss doch jetzt sowas kommen. Genau. Das war dann im Raum, was die haben die Angst, warte. Das ist ein schwerer Schlag. Geh jetzt oben, speichern. Alter Scheiße. Hier war's X. Oh. Huh? X war schnell drin, ja. Ja. Jetzt hier einmal um die eigene Achse. Pass auf. Fuck. Ah, ich tue jetzt, oder soll ich speichern? Also soll ich Medizin nehmen? Ich mag diese roten Flecken nicht. Ja, nimm mal.
Wer weiß, was gleich passiert. Schön. Weißt du, der hat uns ein paar Mal hier gestochen, aber auf, schön auf die Hand, dann tut das gar nicht mehr weh. Aber jetzt wichtig, ja, das ist blocken. Also ich habe jetzt irgendwie Angst. Ich habe zwar jetzt gesehen, aber ich weiß, also ich habe die ersten zwei Folgen gesehen bei Gronkh, aber irgendwie habe ich irgendwie Angst. Jetzt bei jedem, wenn ich immer um die Ecke gehe, jetzt muss irgendwas noch passieren. Du kannst den Schrank öffnen. Ja. Ich befürchte, irgendwann müssen wir hier damit. Ach, oder können wir. Wäre geil, wenn wir unten noch was mitnehmen können. Wäre echt blöd, wenn wir was wegschneiden müssen. Also wegschmeißen müssen. Ich habe gesehen, es gibt viele Items, die verschiedene Größen wegnehmen. Ne? Sicherung! Wo war die in der Küche, glaube ich, ne? Nee, nicht in der Küche. Warte, zeig mal den Schrank. Oben links, die Dose. Die weiße Dose. Das ist von Nutella, ne? Wahrscheinlich. Der schwarze N ist genau wie bei Nutella. Nishi. Alter. Wichser. Hey. Alter. Also, scheiß es auf mir. Hallo, wir wollen hier raus. Alter, theoretisch, du hast eine Axt. Du kannst da durchschlagen. Ja, eigentlich schon. Das ist eine bloß. Das ist eine bloß. Ah, komm, kannst du sie nicht so öffnen? Nein, ich bin nicht hier gegen. So. Das geht nicht. Das ist, die Außentür. Ja. Ich glaube, da musst du jetzt wieder hoch im Dachboden, ne? Aber woanders war ja nicht. Nee, die Sicherung müssen wir erstmal in den Raum, da in diesem Fernsehraum. Ach so. Aber der kann echt nicht rennen, ne? Ja. Warte mal. Ich habe da gerade was gehört. Ja, was ist denn in der Schublade gewesen? Das kann ich nicht öffnen, Ja doch, hast du da F gehabt? Scheint's halt nur so direkt davor. Alter! Warte, ganz schön. Es geht nicht. Ach so, okay, ist verschlossen jetzt. Ja. Das kann ich gesehen. Alter, ich hab grad was rasseln gehört. Ich hab's auch gedacht, das kommt jetzt von da irgendwo. Ich weiß noch eine Sache, die kommt und danach weiß ich nicht mehr weiter. Hat die Sicherung nicht unten reinsetzt im Fernsehen? Ach ja, stimmt ja. Ich hab irgendwie Angst. Ich weiß jetzt echt nur noch ein bisschen was kommt, aber ich hab trotzdem Angst, vielleicht ja. Macht man irgendwas anders als was man gesehen hat und dann Strom. Kann man so schließen. Ja, okay, lass mal offen. Für die Treppe war das schon da gerade. Ist okay. Alter! Ist okay, ich bin's. Ja, nichts ist okay, die haben dich abgeschlachtet. Du nicht tun das! Alter! Das tat verdammt weh! Das tut gar nicht weh, ne? Was muss ich machen? Zieh das raus! Du! Jetzt? Zieh das raus! Sehen wir mal, was du willst! Zieh das raus! Zieh das Ding raus! Oh, da! Fick dich! Fick dich mir! Ja, lach da drüber! Wir haben nichts mehr. Hey Mia, hallo. Was? Hallo, ich hab was verloren. Hallo. Ich lauf dir jetzt nicht hinterher. Fuck. Willst du vielleicht lieber nochmal speichern? Nicht mal verbinden, ich meine, du musst verbluten. Nein, das ist... Mach mal lieber einen neuen Speicherstand, oder? Wer weiß, ob du gleich wirklich verblutest. Aber es ist auch gut mit dem Schatten, das ist weg. Ja, stimmt. Ja.
Sind die 20 Minuten schon längst rum? Nö, du hast gerade 12 Minuten circa. Ah, warte mal, Arznei, aber nee, ich nehme das jetzt nicht. Bist du ohne? Ich habe gerade Arznei aufgenommen, das nehme ich aber nicht. Okay. Du bist abgerutscht. Du hast einen abgetrennten Arm von Lupus. Aber es ist kein roter Rand. Stimmt. Die kleine Stichwunde in der Hand verblutest du direkt und jetzt so ist der Arm ab. Egal. Okay, ja, alles gut. Ich hoffe, wir müssen nicht immer mal Batterien für die Taschenlampe holen. Stimmt, das wäre scheiße. So, okay, hallo. Aber können wir eigentlich auch mit der... Wir können mit der Pistole auch... blocken. Aber was bringt das, wenn die mit der Kettensäge kommt? Der Kettensäge mal aus Dead by Daylight. Hallo, Muni? Ja, Muni. Kann ich auch irgendwie eine Shotgun haben? Ich hätte gerne eine Shotgun. Ja. Die kann man machen. Das ist wegen mir. So. Haben wir hier irgendwie noch Muni? Also wenn wir Muni bekommen, brauchen wir sie auch bestimmt. Und wir haben gerade 39 Schuss, das brauchen wir bestimmt. Ach, geh weg. Hallo. Geh. Ach du Scheiße! Nein! Oh, was das du? Du musst das gar nicht, du hast die Fresse mir! Halt die Fresse mir! Oder, ach, hast du das gesehen? Ich habe gerade in die Fresse geschossen, ne? Ich habe ihr gerade in die Fresse geschossen, die lebt noch! Danach mit deiner Hand. Alter. Hallo Mia. Stirb. Stirb. Ich liebe dich. Ja, ist klar. Das haben wir gesehen. Mia? Alter, wenn du jetzt ganz sicher gehen willst, hack ihr den Kopf Mia? Ab. Ich lieb dich auch. Alter, warum geht das nicht? Ah, das ist was. Warte mal, können wir die Kettensäge mitnehmen? Ich will die Kettensäge mitnehmen. Nimm die Kettensäge mit, Junge! Willkommen in der Familie, Junge! In die Fresse. Tut gut. Willkommen in der Familie, Junge. Wir haben es aber nicht ausgesucht. Oh. Oh. Ist irgendwie noch. Wir können nichts machen. Alter, das Spiel ist einfach noch krank. Ja. Ich hätte gewusst, auf was ich mich da einlasse. Die ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe, okay, aber... Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Ja, Nervenenden, das ist klar, ein bisschen tackern. Scheiß auf Arterien und Nerven, das fängt einfach so zusammen. Cool, wir haben eine Hand wieder. Mit einer Uhr. In wessen Uhr war das? Also wir haben das kriegen und wir. Wer hat uns in der Arme Wo bin ich? Was zur Hölle? Gemacht, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ich das. Es ist gut. Er erkennt gut nicht mal, wenn man ihm unter die Nase reibt. Oh, Lukas! Nicht schon wieder! Geh mir aus dem Weg, Mann! Nicht schon wieder? Der Junge muss was essen! Er muss sein Abendessen haben! Komm her, Junge! Los jetzt, komm schon!
Komm schon, komm schon. Er ist auf mich! Er ist es nicht! Er ist es nicht! Halt, verdammte Maul, Marguerite! Ich hab das für ihn gemacht! Raus hier, verdammt! Du bist ein Mistkerl! Ja. Ich kann nicht glauben, Mistkerl! Er ist es nicht! Er ist es nicht! Das sollte ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Weg damit! Nein! Ja. Komm schon. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Aber der macht jetzt den Kopf mit einer Hand oder die Tür auf, so gerade frisch abgehackt, oder wie? Und der Vater? Hallo, Opa. Da ist die Oma auf dem Bild. Happy Hanukkah. Ich hoffe wenigstens, dass der Ketchup frisch ist. Okay. Holy. Nein, nicht hinauszögern. Weiter. Hey, warte, ist noch ein paar Minuten. Nein. No. Nein, ich will raus. Au. Das soll ich jeden nicht umpacken. Wir können den Arm ohne Probleme benutzen. Sofort drehen. Ja. Kannst du den Arm noch näher, also anders sehen? Das auch? Warte, warte. Oma. Sind alle weg. Wir haben gar nichts geschafft, wir haben gar nichts mehr. Was war doch gerade auf der Uhr? Oh, Stresslevel. Ist es unser Puls oder wie? Ja, wahrscheinlich. Oh. 25. April, männlich, 30er schlank. Gumbo. Gumbo? Was heißt das? Das ist so ähnlich wie Wambo. Ah. Ja, schön. Was ist da? Wir müssen irgendwas irgendwie brauchen was zum Aufmachen. Schlüssel. Evelyn? Evelyn, okay. Alter. Kraut, aber schon. Hier so ein bisschen so. Erstmal eine Fall. Immer hier sind Dreckstühle, ne? Du unverhüllte okay. Abgrund, Clive O'Brien? Clive... Ach, das sind hier die, die Surrey-Leute. Die werden gesucht, okay. Wer es durchlesen will, oder sollen wir es durchlesen? Lesestunde. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mittel für drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Dalby reisten und seitdem unauffindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andrew Stickland und Clancy Javis. Die drei produzieren Videos für das Internet und waren nach Dalby gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Klingt sehr interessant. Das ist der Wind. Hast du? Nein, ich hab nichts hier, ich hab nichts. Aber ich hab Kraut. Wie hast du das Inventar gemacht? Achso, mit 1 und 2, 1 und 2. Achso, okay. Damit konnte ich die Waffen auswählen. Ja, Kicksatz. In der Uhr war noch was? Hä? Wie soll ich das denn was soll ich damit machen? Ach, da kannst du wahrscheinlich, glaube ich, das Gewicht dranhängen, was da noch dran kommt oder was auch immer. Ja, wahrscheinlich kommt. Was soll das bringen? Da ist die Uhr halt nur repariert. Bist du sicher, dass wir nicht so mit der Zeit vorbei sind? Nein, du kannst gerne weiterspielen. Wie lange geht das denn noch? Das war eigentlich so gemeint, so nach dem Motto, so ja, ich bin jetzt dran, aber spiel du noch weiter. Nee. Okay, das war's. Ja. Alter. Ich hab's sogar ein bisschen überlebt, das ist schön. Ich hab keinen Bock. Also, Mario darf sich jetzt mit Vater rumschlagen. Ja, ich muss nach Hause. Wir sehen uns das nächste Mal. Ne? Ciao. Du bleibst jetzt hier. Naja, ich suche mal gleich den Mario und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Auf seinem Channel. Macht's gut.